In diesem Jahr 2020, ob das Abitur nun stattfindet wie vorgesehen, ein bisschen später oder gar nicht, ist das vorgeschriebene Thema Geschichte im Film und in den neuen Medien. Im nächsten Jahr fallen die neuen Medien dann weg, was schade ist, weil sie eigentlich ziemlich spannend sind. Was also ist Geschichtskultur? Was ist Erinnerungskultur? Was ist Kultur überhaupt? Und warum macht Niedersachsen sich die Mühe, dieses Thema ein ganzes Semester lang zu behandeln, während andere Bundesländer sich in ihren Kerncurricula kein bisschen drum scheren? Kurze Antwort, weil das niedersächsische Kerncurriculum für Geschichte für die Sek. 2 großartig ist. Ausführlichere Antwort, weil es eine große Illusion ist, dass die anderen Bundesländer objektive Ereignisgeschichte vermitteln. Jeder Geschichtsunterricht ist subjektiv und zeitgebunden. So wie wir uns heute an Theoderich den Großen erinnern, hat man sich noch nie an ihn erinnert und wird man sich nie an ihn erinnern. Zunächst einmal müssen wir uns auf einen gemeinsamen Sprachgebrauch einigen. Geschichte und Vergangenheit sind nicht dasselbe. Vergangenheit ist das, was früher passiert ist. Geschichte ist das, was und wie wir daran und daraus erinnern. Zwischen 1914 und 1918 fand ein großer, die ganze Welt umspannender Krieg statt. Das ist tatsächlich geschehene Vergangenheit. Ob wir nun aber wie die Engländer daran erinnern, lest we forget, oder wie in Deutschland vor 1945 in erster Linie daran erinnern, dass wir verloren haben und dass das wirklich unfair war, weil unser Heer doch eigentlich ganz schön toll war, oder ob wir, wie wir das heute eher tun, daran erinnern, dass es sich hier um ein Trauma handelt, das eine ganze Generation von jungen Männern beschädigt zurückließ, das ist Geschichte. Corona, das passiert heute. Was darüber in den Geschichtsbüchern stehen wird, wissen wir nicht. Und mit Sicherheit wird sich das, was darüber aufgeschrieben und erinnert wird, im Laufe der Jahrzehnte ändern. Die Menschen, die in Berlin in der Togostraße wohnten, waren zu großen Teilen empört, als der Senat vorschlug, die Namen, die auf die Rolle Deutschlands als Kolonialmacht verwiesen, zu ändern. Wieso? Weshalb? Warum? Schließlich lebte man schon lange in der Togo- oder Nachtigallstraße. Es waren noch total schöne und harmlose Namen. Die Überlebenden des deutschen Kolonialismus und die Angehörigen der Toten hätten das vielleicht anders gesehen. Ähnlich geht eine neuere Geschichte noch, auch aus Berlin. Im Berliner Abgeordnetenhaus wurde Anfang des Jahres heftig darüber debattiert, ob man Paul von Hindenburg, den ehemaligen Reichspräsidenten, die Ehrenbürgerwürde entziehen sollte, die dieser an Hitlers Geburtstag 1933 zusammen mit Hitler verliehen bekommen hatte. Einfache Entscheidung könnte man meinen, aber tatsächlich wurde heftig diskutiert, ob kleine Sünden wie die Verbreitung der Dolchstoßlegende oder die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler wirklich Grund genug sein sollten, dem guten Paul die Ehrenbürgerwürde zu entziehen. Schlussendlich gewann die Fraktion der Entzieher und Berlin hatte einen Ehrenbürger weniger. An Streits wie diesen lässt sich gut ablesen, wie standortgebunden unser Blick auf die Geschichte ist und wie kleine Details, neue Visitenkarten, die wir drucken müssen, unseren Blick auf die Vergangenheit prägen können. Wir alle, die wir hier an unseren Computern sitzen, werden uns an den Frühling 2020 erinnern, solange wir leben. Und wir werden mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit unseren Kindern und Enkeln davon erzählen. Wer aber wird die Erinnerung weitertragen, wenn unsere Enkel nicht mehr da sind, um von Omas und Opas Erlebnissen in der Corona-Krise zu berichten? Wenn es nur noch die Geschichtsbücher sein werden, die an diesen Frühling, an diesen Sommer erinnern werden. Die Altertumswissenschaftler Aleida und Jan Assmann haben sich mit der Frage am Beispiel des antiken Ägyptens beschäftigt. Ihre Überlegungen sind aber gut auf jede andere Zeit und jeden anderen Ort anwendbar. Das kommunikative Gedächtnis reicht etwa drei Generationen weit, ungefähr 80 Jahre. In dieser Zeit wird Geschichte vor allen Dingen mündlich weitergegeben, gespickt mit vielen individuellen Details. Dinge, die länger zurückliegen, werden entweder vergessen, wann immer ich in einem Geschichtskurs nach Otto dem Ersten frage, schaue ich in ratlose Gesichter, oder sie gehen in das kulturelle Gedächtnis über und werden dort zu einer Erklärung für Dinge, die früher passiert sind, zu einer möglicherweise mythenvollen Urgeschichte, die nur wenig Spielraum für individuelle Erzählnuancen bietet. Diese Form der Erinnerung wird getragen von Lehrkräften, Priesterinnen, Priestern, Museumsmenschen und festgehalten in Büchern, Zeremonien, Ausstellungen, Gedenktagen und so weiter. Warum aber sollte sich überhaupt irgendjemand mit Geschichte beschäftigen? Die pathetische Antwort ist, weil ich meine Wurzeln kennen muss, um irgendwo hinwachsen zu können. Die Schülerinnenantwort lautet gewöhnlich, damit wir daraus lernen. Schlussendlich beschäftigen wir uns aber alle ununterbrochen mit Geschichte, ob bewusst oder unbewusst. Wir tragen ein Geschichtsbild im Kopf darüber, was früher war und was nicht. Sagen wir mal, das Geschichtsbild, das Herr Knopp zum Thema 20. Jahrhundert in seinen Fernsehdokumentationen mit sich herumträgt, unterscheidet sich ziemlich deutlich von dem Geschichtsbild, das ich mit mir herumtrage. Und das, obwohl wir beide Geschichte studiert haben.
Das Geschichtsbild wird ergänzt vom Geschichtswissen. Ein Bild davon, wie die Welt früher aussah, habe ich, auch wenn ich keine Ahnung habe, wer Otto der Erste war und wann das Heilige Römische Reich deutscher Nation unterging. Schön ist es natürlich, wenn ich auch noch ein bisschen was weiß. Beides zusammen ist ganz nützlich. Verantwortungsvoll mit Geschichte und, um zu der Metapher zurückzukommen, mit der Zukunft kann ich nur umgehen, wenn ich ein Geschichtsbewusstsein entwickle, wenn ich also mein Geschichtsbild immer wieder kritisch hinterfrage und mir klar darüber bin, dass meine Vorstellung von dem, was gewesen ist, niemals objektiv sein kann. Dass ich also viele Vorstellungen über das, was gewesen ist, vergleichen und anschauen muss, um mich Objektivität zumindest zu nähern. Um also zu rekonstruieren, was geschehen ist und die Erzählungen darüber gegebenenfalls dekonstruieren zu können, brauche ich Geschichtsbilder, Geschichtswissen und das, was man Geschichtsbewusstsein nennt. Interessant in dem Zusammenhang sind auch das, was Frau Merkel, naja, und viele andere die neuen Medien nennt. Geschichtsportale, Apps, Computerspiele, alles, was irgendwie Strom braucht, um seine Inhalte herzugeben. In all diesen Formen der neuen Medien finden sich vermehrt Geschichtsinhalte. Tausendfach begegnet es euch vermutlich die Bundeszentrale für politische Bildung. Ein Geschichtsportal mit gut aufbereiteten und häufig von Historiker und Historikerinnen verfassten Texten zu den unterschiedlichsten Abschnitten der Ereignisgeschichte. Gut brauchbar, wenn man wissen möchte, wie die polnische Regierung zum Friedensvertrag von Versailles stand, zum Beispiel. Spannender, weil vielleicht noch nicht so oft in dem Zusammenhang angeschaut, sind Apps wie HerStory oder ARWDR, die sich mit Geschichte befassen. Bevor wir uns die beiden aber ein bisschen gründlicher anschauen, müssen wir Kriterien festlegen, unter denen sich die Beschäftigung mit Apps wie diesen für den Geschichtsunterricht lohnt. Der Didaktiker Peter Gauci hat in diesem handlichen Modell die Kompetenzen zusammengefasst, die ihr erwarten dürft, wenn euer Geschichtsunterricht gut ist. War er wahrscheinlich, insofern habt ihr jetzt, wenn ihr kurz vor Abitur steht, oder eben auch nicht, diese Kompetenzen erworben. Dieselben Kriterien lassen sich auch auf Apps und Computerspiele anwenden. Dient der Inhalt dazu, meine Erschließungskompetenz zu erweitern? Lerne ich damit also vielleicht Texte oder Dingquellen zu entschlüsseln? Verstehe ich dadurch mehr über die Dinge, die früher passiert sind? Die Wahrnehmungskompetenz beschreibt die Fähigkeit, Unterschiede zwischen dem Jetzt und dem Damals, dem Hier und dem Dort wahrzunehmen. Ich muss also schon ein bisschen was über frühere Zeiten wissen, um entscheiden zu können, ob das Verhalten der Menschen, mit denen ich mich befasse, nachvollziehbar ist oder nicht. Komme ich gleich nochmal drauf. Also, wer weiß denn, wie wir zu Hitlers Zeiten reagiert hätten, ist ein bisschen billig, wenn ich mich nicht ausführlich mit der Angelegenheit beschäftigt habe und dann im Rahmen der nächsten Kompetenz hoffentlich zu dem Schluss komme, anders als die meisten. Unter der Interpretationskompetenz versteht Gauci genau das, die Kompetenz, Sachurteile zu fällen. Ja-Nein-Fragen sinnvoll mit nachvollziehbaren Argumenten zu beantworten. Und er versteht das darunter, die Orientierungskompetenz, die es mir ermöglicht, sinnvolle und begründete Werturteile jenseits von wer weiß denn zu fällen. Wenn ich all diese Kompetenzen ausgebildet habe, die, wie gerade eben in meiner knappen Zusammenfassung zu erkennen, ziemlich eng verzahnt sind, wenn ich also all diese Kompetenzen ausgebildet habe, kann ich am Ende feststellen, dass Geschichte erzählt wird. Und dass die Erzählung immer standortgebunden ist und kann diese Geschichtsnarrationen auseinandernehmen. Das ist das Ziel im Geschichtsunterricht. Und wenn ich eine App im Geschichtsunterricht oder für mein Geschichtsbild, mein Geschichtsbewusstsein, mein Geschichtswissen einsetze, auch bei dieser App. Also inwiefern helfen Apps dabei? Wenn wir HerStory anschauen. Eine App, die von einer Werbeagentur in San Francisco entwickelt wurde, unter Beratung einer Historikerin, stellen wir erstmal fest, dass die App entzückend aussieht. Ich kann durch die App gehen und einzelne Frauenfiguren aus der amerikanischen Geschichte anklicken. Gut ist, dass es die App überhaupt gibt. In unseren Geschichtsbüchern scheint Geschichte noch immer alleine von Männern bestimmt zu werden. Die Frauen waren während der American Revolution anscheinend außer Haus. Klicke ich einen der Charaktere an, erfahre ich einige Daten aus ihrem Leben. Geboren, vielleicht verheiratet, gestorben. Vielleicht rüttelt das ein bisschen an unserem Geschichtsbild. Was? So viele Frauen gab es früher? Ist ja irre. Die vier Kompetenzerwartungen, die Gauci aufstellt, werden vermutlich nicht bedient. Ein bisschen was kann ich über die Ereignisse lernen, geboren, verheiratet, gestorben, habe ich schon gesagt, aber das als Erschließungskompetenz zu bezeichnen, würde wohl etwas weit gehen. Werfen wir einen Blick auf eine andere App, die Augmented Reality des WDR. Indem ich einen freien Punkt auf dem Fußboden finde, kann ich mit meinem Smartphone die einzelnen Zeitzeuginnen aufrufen und sie mitsamt ihrem Sessel in meine Küche holen oder in mein Wohnzimmer. Und dann erzählen sie, begleitet von Scherenschnitten, die ausgebrannte Busse zeigen, Bomber im Anflug und vieles andere, was die Frauen beschreiben. Extrem eindrucksvoll, ohne Zweifel, aber auch in irgendeiner Weise nützlich in Gauchis Sinne?
Wir erfahren einige Details aus der Biografie der drei Zeitzeuginnen, die aus London, Leningrad und Köln stammen. Eine sorgfältige Quellenkritik ist hier nicht möglich. Da ihre Berichte sich mit vielen Zeitzeugen und Zeitzeuginnenberichten decken, können wir aber immerhin feststellen, dass ihre Berichte glaubwürdig sind. Des Weiteren kann ich meine Wahrnehmungskompetenz schulen, indem ich nämlich feststelle, ach guck mal, hier habe ich die Zeitzeugin aus Köln und die aus London oder die aus Leningrad erzählen gar nicht so wahnsinnig andere Dinge. Die App leitet weiter an planetschule.de, wo es dann nochmal Unterrichtsinhalte gibt. Also wir schulen unsere Wahrnehmungskompetenz und könnten möglicherweise eventuell mit entsprechender Anleitung Wert- und Sachurteile einüben. Unbegleitet ist die App aber tatsächlich einfach nur eindrucksvoll und im Zweifelsfall sehr motivierend. Vielleicht muss auch nicht immer und überall irgendeine messbare Kompetenz erweitert werden. Vielleicht genügt es manchmal, eine schön gemalte Oberfläche und interessante Zeitzeuginnen zu sehen. Zumal die Frage der Zeitzeugen und Zeitzeuginnen ja eine brennende ist. Für die Zeit des Zweiten Weltkriegs gibt es kaum noch jemanden, der dafür aus eigener Anschauung berichten kann. Insofern ist eine App, die die Aussagen konserviert und in mein Wohnzimmer holt, extrem hilfreich. Über Apps und Computerspiele ließe sich noch viel mehr sagen, aber ich springe jetzt zum nächsten Thema: Geschichte im Film. Das niedersächsische Kultusministerium schlägt auf seiner Homepage vor, vier Realitäten des Films zu untersuchen, jedes Films: Bedingungs-, Wirkungs-, Bezugs- und Filmrealität. Gemeint sind hierbei relativ einsichtig bei der Bedingungsrealität die Bedingungen, unter denen ein Film entstanden ist: die Finanziers, die Zeit, der Ort, all sowas. Wenn ich einen Mann, einen Film mit einem Star in der Hauptrolle drehen lasse, wird das Ergebnis ein anderes sein, als wenn eine Frau den Film mit demselben Star zum selben Thema macht. Wenn ich dann noch den Star gegen jemanden austausche, den niemand kennt, verändert sich das Ergebnis zwangsläufig noch einmal. Allein schon, weil ich das Geld, das ich für die Gage des Stars gebraucht hätte, für die Ausstattung vielleicht benutzen kann. Oder für Historiker und Historikerinnen, die mich beraten. Die Wirkungsrealität untersucht die Zuschauendenzahlen, den Gewinn, den der Film gemacht hat, die Filmkritiken, das Merchandising. Die Bezugsrealität meint die Realität, auf die sich der Film bezieht. Bei Schindlers Liste wäre die Bezugsrealität also die Zeit des Nationalsozialismus, bei The Patriot die Zeit der American Revolution. Und zum Schluss, die Filmrealität untersucht alles, was im Film zu sehen ist und beinhaltet auch die klassischen Werkzeuge der Filmanalyse, wie er sie aus dem Deutsch- oder Englischunterricht kennt. Die Kamerafahrten, die Schauspieler und Schauspielerinnen, die Dramaturgie, das Licht, das, was der Filmemacher oder die Filmemacherin aus der Bezugsrealität hier gemacht hat und so weiter. Die Entscheidung, Luther von einem halbwegs attraktiven jungen Mann spielen zu lassen und nicht von einem versoffenen, leidlich dicken Mann mit schütterem Haar, war eben kein Versehen. Starten wir mit einem sehr kurzen Blick auf Dokumentarfilme, um dann zu Spielfilmen zu kommen. Ein regelrechtes Imperium hat Guido Knopp geschaffen, indem er quasi zu jedem einzelnen Aspekt des Nationalsozialismus einen 45-minütigen Film gemacht hat. Alle nach demselben Rezept. Zeitzeuge oder Zeitzeugin im Bild, dunkler Hintergrund, in der Leiste unten einige spärliche Informationen zur Rolle des Zeitzeugen oder der Zeitzeugin. Dass Knopp dabei Täter und Opfer nebeneinander und gleichberechtigt zu Wort kommen lässt, wie in seinem Porträt von Goebbels, oder auch Details weglässt, geschenkt. Der allwissende Erzähler führt durch die Dokumentation, selber denken ist für die Zuschauenden nicht erwünscht, und am Ende bleibt klar, Hitler und Goebbels waren die Bösen, die auch in schärfster Form so benannt werden. Der Verführer, Hitlers bereitwilliger Helfer. Die anderen Deutschen waren irgendwie doch schon immer dagegen. Einen anderen Weg geht die Filmemacherin Loretta Walz, deren Film in bester Qualität auf YouTube zu finden ist. In 25 Jahren hat sie über 200 Zeitzeuginnen zu Wort kommen lassen, die beinahe ohne Unterbrechen der Erzählerinnenstimme die Geschichte des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück erzählen. Aus der Zusammenstellung der 200 einander ergänzenden Berichte entsteht vor dem Auge der Zuschauenden schließlich ein Gesamtbild, das sich aus vielen Quellen speist. Auf wertende Formulierungen verzichtet Walz weitgehend. Ähnlich wie die AR-App des WDR werden die Stimmen der Zeitzeuginnen hier festgehalten, konserviert. Stimmen, die ansonsten verloren wären. Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf den Spielfilm The Patriot, der nicht ohne Grund zu einem der geschichtsverzerrendsten Filme aller Zeiten gewählt wurde. Wenn wir im Kinosessel versinken und auf der gesamten Breite der Leinwand sehen, wie Mel Gibson nur zwei Gesichtsausdrücke beherrscht, das aber sehr gut ausgeleuchtet und vor wirklich schöner Landschaft, dann ist das ziemlich beeindruckend. Wir müssen uns schon mit einiger Anstrengung vor Augen führen, was wir über die American Revolution wissen, um zu irgendeiner Form von Dekonstruktion dieser Narration zu kommen. Frances Marion ist eins der Vorbilder für Gibsons Rolle. Den Sumpffuchs nannte man ihn.
Die Übersicht zeigt, dass es in Wirklichkeit wenig Gemeinsamkeiten gibt zwischen der Filmrolle und dem realen Vorbild. Nichts mit Kinderliebe und umfassender Güte und Stühle bauen beim echten Swamp Fox. Anderer Punkt. Im Film sehen wir dunkelhäutige Menschen, die aber offensichtlich nicht für Mel Gibson, Benjamin Martin arbeiten, weil sie das vielleicht müssen, weil sie Sklaven wären oder so, sondern weil sie das wollen. Ganz freiwillig. Die Engländer im Film sind alle verschlagen und böse und das Angebot, die Sklaven, die ja eigentlich gar keine sind, zu befreien, ist natürlich überhaupt nicht ernst gemeint von diesen Filmengländern. Was sagen die Quellen zum Thema? Tatsächlich versprachen die Engländer, nachdem sie New York eingenommen hatten, jedem Sklaven, der es nach New York schaffte, die Freiheit. Und tatsächlich schifften die Engländer, während wütende Sklavenhalter vor den Toren New Yorks randalierten, Tausende von ehemaligen Sklaven aus in Richtung Norden und Freiheit. Aber die Quellen stören das klare Bild, das der Film beschwört von bösen Engländern und guten Amerikanern. Schon Gustav Freytag wusste, und vor ihm Aristoteles und viele andere, dass ein Drama einen bestimmten Bauplan folgt. Und Arbeit aus Community weiß, dass das der entscheidende Vorteil des Films gegenüber der Realität ist. Die Realität ist verwirrend, verworren und oft furchtbar unlogisch. Filme emotionalisieren, sie dramatisieren, sie personalisieren und sie bringen Ordnung in das Gewirr der einander widersprechenden Stimmen. Sie überwältigen mit ihren Bildern, sie straffen und sind damit eigentlich völlig ungeeignet, Geschichte zu vermitteln. Gleichzeitig überwältigen sie einen mit ihren Bildern, reißen mit, schaffen Sympathien aufzubauen, Interesse zu wecken. Zu sagen, dass Filme für die Vermittlung von Geschichte ungeeignet sind, ist also vielleicht richtig, aber völlig realitätsfremd. Wichtig ist, dass jedes Medium, nicht nur der Text, sondern auch die App, das Computerspiel, der historische Roman, der Spiel, der Dokumentarfilm, eine wirklich gründliche und umfassende Quellenkritik verdienen.